Aufnahme. Ich habe die Aufnahme mitgenommen, die Aufnahme und so. Ich auch. Hallo zurück zu Escape the Backrooms. Erneut aus dem schönen Hotel mit der schönen Fahrstuhlmusik und der mutigen und verschlagenen Helen. Helia. Wir sind in der Hölle. Ja, das ist wirklich so. Die Musik ist wirklich höllisch. Ja, oh. Nee, die Musik ist schön, aber der Rest ist schlimm. Warum? Da ist Mandelbitch. Ja. Also, ja, wir haben keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Wir haben auch keine Ahnung, was das für ein Rätsel ist. Keine Ahnung. Einfach keine Ahnung. Ah, lauf! Oh. Jeff, lauf! Ich bin in die Zweige. Oh, ich komme rein. Ah, nein, oh, scheiße. Oh, hast du Glück gehabt. Ich habe überlegt, lasse ich die Tür auf? Dann wusste ich jetzt nicht, ob du kommst oder nicht. Ich habe hier eine Null. Oh, gut. Ich das mal gleich notieren. Diesmal sind wir... Ist 202. 202. Ja. Ist wieder eine 4, okay. Aber das ist blöd, weil das Vieh sofort kommt. Mhm. Man kann auch nicht mehr richtig gucken. Man könnte jetzt natürlich... Warte mal kurz. Mal den Code eingeben. Ist ja die Frage in der Reihenfolge, die wir es finden, oder? Ja, ist jetzt aber die... Oder nicht? Hm. Ah, ich muss ja mit dir mitgehen, wenn der Hund jetzt kommt. Ja, stimmt. Der Hund ist da hinten übrigens, wenn man vom Teufel spricht. Wie, hinter uns? Ja. Der läuft da hinten gerade rum. Gar nicht erkennen. Hier ist Saft. Du hast Saft nicht mitgenommen? Habe ich übersehen anscheinend. In meiner Panik. Deiner Panik. Hm. Stimmt, wir sind da einfach weitergerannt. Habe ich auch übrigens übersehen. So, ich muss klicken. Also wir machen mal einfach mal die Reihenfolge, die wir jetzt gefunden haben. Gucken, was da passiert. Also was heißt passiert? Erstmal wird gar nichts passieren, aber wir können es ja schon mal vorbereiten soweit. Ja, aber wir hätten auch zuerst links lang gehen können. Das ist völlig richtig, ja. Das ist leider völlig richtig. So. Oder kommt das auf die Höhe der Raumzahlen an? 202 ist die niedrigste. Jetzt aufsteigend. Aber also die 211 wäre auch eine 4, weißt du? Oh, lauf! Das lauf! So lauf! Mit. Ich laufe. Ich bin drin. Oh, ich geh in den Schrank. Hast du die Tür zugemacht? Ja. Du hättest unser Bett klettern können. Da bin ich jetzt auch gerade. Da bin ich jetzt auch. Weil ich wusste nicht, mache ich die Tür hinter mir zu, läufst du mir hinterher, das ist immer so ein bisschen... Ja, alles... Oh, Taschenlampe. Oh, erschreckt mich doch nicht so. Bist du das derjenige, der hier rumläuft? Ja, nein. Bist du. Aber sowas von. Das bin ich nicht. Das ist der Hello Man. Hello Man. Das ist Zähnchen sozusagen, wie ihr nanntet. Zähnchen? Na hier, von Sons of the Forest, der sah so ähnlich aus, der eine. Ah, ja. Bei 9,2 wird schon mal gar nicht aufgehen als Quersumme. War da eigentlich? Oh, ein Wasser. Zu. Oh Gott. Ich hab nur erinnert, ich bin fast gehirnlich. Ich hab nämlich einmal Wasser. Ich habe Schokoriegel und Saft. Auch oh, übrigens einmal Wasser gerade sehe ich. Ah, muss ich trinken. So, haben wir eigentlich irgendwas anderes vielleicht noch übersehen? Vielleicht irgendein Hinweis, irgendwo ein Code für die Buchstaben? Ja, das ist dass die Frage. K irgendwie eine 9 ist oder irgendwas. Aber das Ding ist, dass wir die auch einsammeln, diese Zettel. Aber man kann die nirgendwo mehr angucken. Ja. Ich hätte gedacht, man kann die vielleicht angucken und umdrehen. Und da steht hinten eine Zahl drauf vielleicht. Mm, ja, hätte es sein können. Oder... Ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich habe gerade so gedacht, der wird jetzt hinter der Tür stehen. Ja. Hallo? Ja, am Arsch, ey. Ich hab gerade drüber nachgedacht.
So. Nein, du machst die Tür auf, ich bin die Erste, die stirbt. Tja, siehst du? So kann es eben manchmal laufen. Ja, meinst Karma oder wie? Ah, Moment. Oh mein Gott. Oh. Warte mal kurz. Wir haben hier vielleicht eine mögliche Lösung. Ja, ich glaube, wir müssen... Ja, ich höre. Wir müssen, wenn wir die Zettel einsammeln, vermute ich mal, dass wir die entsprechenden Schließfächer öffnen können. Dann wird da vielleicht irgendwas drin sein. Aber kann ich mit denen überhaupt interagieren? Doch, irgendwas konnte ich gerade machen. Hier war irgendwo der Kreis. Irgendwas kannst du mit den Teilen machen, ja. Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. So. Weil das sind ja die Raumnummern eindeutigerweise, ne? Müssten wir mal ausprobieren. Das habe ich ja gar nicht registriert. Ich habe das als einfache Oh, renn! Du bist tot. Und tschüss. Da geht das Licht nur aus. Das kann doch nicht. Ich will nicht immer die Letzte hier sein, ey. Ja, was soll ich dir sagen? Er kommt aber immer von der linken Seite, habe ich das Gefühl. Na, das stimmt. Die letzten Male waren immer von links, ja. Aber warum sind da Buchstaben drauf? Ja. Toll, dann waren wir das letzte Mal so weit und wir haben es verkackt. Ja. Deswegen, das wird uns... Ist er vorbeigelaufen da? Ja. Oh Gott. Ich hab das bis im Augenwinkel noch gerade gesehen, weil ich auf den Zettel geguckt habe hier bei mir. Hilfe. Ach, Gottes Willen. Ich habe keine Taschenlampe. Die liegt bei mir wahrscheinlich. Ich muss bloß zu meiner Leiche gehen. Ist ja nur der Hund gerade in deine Richtung unterwegs. Ja, keine Sorge, das schaffe ich. Komm schon, ja. Ich bin eh tot. Der ist da irgendwie am Patrouillieren, der Hund, ne? Merkt, dass ich hier bin. Er wittert dich. Deine Angst. Was für eine Angst? Hey, hey! Oh. Das kann doch nicht sein! Ey, langsam habe ich die Schnauze voll. Ja, es wird langsam etwas nervig. So. So oft bin ich noch nie gestorben. Ja, willkommen in meiner Welt. So, ich würde sagen, wir gehen auch schnell mal weiter, ne? Ja. Mandelmilch und Schokoriegel hier. Und eine Taschenlampe. Sehr schön, endlich mal. Achso, das war die verschlossene Tür, genau. Ein. Die ist ja auch zu hier, ne? Immer noch. Die Taschenlampe bringt wirklich gar nichts. Ja, die hat irgendwie nicht so viel Reichweite, scheint mir. Die hat gar keine Reichweite. Nochmal Wasser, sehr schön. Nochmal Wasser, oh ja, okay. Tot! Ja, ich auch. Mann, der kommt mit einmal angerannt, also wirklich. Ich rede von dir, dass du tot bist. Ich habe ein Zettel gefunden. Das ist gut. Wieder einmal bist du die Heldin. Ja, in der 202. 202, da haben wir es wieder. Also es bleibt so, anscheinend. Gut, dann werde ich mal gucken, ob ich da irgendwie jetzt hinkomme. Mhm. Dass wir das mal ausprobieren mit der 202. Ja, das würde mich mal interessieren. Aber der Typ kommt immer von der linken Seite. Wir müssen uns ganz schnell von der linken Seite entfernen. Ja, aber da ist noch einer. Das ist ja nicht nur der Einzige hier, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Gefühlt ist es eigentlich momentan der Einzige. Ja, bis auf den wir da in den einen Raum hatten. Ja, der Eingesperrte. Der war eingesperrt, genau. Ja, der Idiot. Der Schwachkopf. Oh Gott. Oh Gott. So. Die Tür hätte ich nicht mehr geschafft. Ja. Oh, okay. Bruder, bleib locker. Er akzeptiert, dass er dich nicht kriegen kann im Schrank, also geht er. Er zieht von dannen. Wenn du mich nicht siehst, also ja, bin ich weg. Also er ist auf jeden Fall weggegangen jetzt. Also das ist ja gerade ein bisschen unmöglich, ne? Wenn er die ganze Zeit da rumhockt. Ja. Gar nicht. Und gleich kommt der Hund und frisst mich. Ja. Hm.
Ja, siehst du? Da ist er nämlich schon. Na toll, jetzt habe ich... Und da kommt er von hinten der... Ich wollte gerade in den Schrank rennen. Dieses Level ist unmachbar. Da. Ich kann ja auf easy noch stellen. Oh, okay. Ja, siehst du? Das ist ja kein Problem. Also easy gibt's noch. Aber das, wir machen natürlich das absolut gar nicht, Leute. Wir machen das auf Hardcore. Hm. Ja, natürlich. Wir sind ja auch ganz, ganz große. Ja, wir sind Pro-Gamer. Ganz toll und so. Hab ich da gerade was laufen sehen? Saft. Ich guck mal um die Ecke. Wo bist du? Hier, hinter dir. Oh Gottchen. Guck. Hier ist was. Nee, ein Blumentopf. So, ich geh mal in die 202 rein. Hier gegenüber rein. Ja. Ich hab eine 0 wieder. Ich hab hier gar nichts. Gut, wollen wir mal gucken? Ja. Ich gehe voraus, weil ich... Hund? Ich bin jetzt schon mal vorgegangen. Ja. Zu Bauchkrämpfe? Nee, wieso? Klingt das so? Hä? Die 202 ist auf. Und offen. Okay. Vielleicht sind doch nur in den Zimmern. Aber das sind doch so viele, oder? Wir haben 7 Fächer haben wir. Schade. Geht natürlich nicht auf. Aber ich kann gelegentlich irgendwas immer... Ja, ja. Irgendwie kurzzeitig kann man da was machen, wie es aussieht. Aber das ist dann wieder weg, wenn man sich bewegt. Da muss man das mit Mausklick machen. Nee, das geht auch nicht. Mit F geht's nicht. Ich hab das reingelegt. In die Null. So. Ja, okay. Soweit, so gut. Also die Fächer, die auf sind, da sind die Dinger drin. Oh Gott, alles klar. Glaub ich. Also die 357. 357. Genau, 357. Wir haben ja die. Ja, genau. Es ist ja nicht. Müsste ja in der Nähe sein zueinander. Das ist ja. Die Frage. Ja, ich habe natürlich nur noch die Hälfte an Band. Ja, ich habe auch nicht besonders viel. Ist das hier die 3? Ja, das ist die 3. Ja, hier ist ja, wieder perfekt. Eine 0. Sehr gut. Hier ist Saft. Hast du noch Saft? Ich habe gar nichts. Gut, dann nehmen. Ich habe wirklich überhaupt gar nichts. 3, 5, 7. Genau. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich tot bin. Na toll, danke für die Tür aufmachen. Bitteschön. 75, 4, 3, 5... Okay, ist nichts. Ich mache mal die Tür hier auf. Das ist ein Durchgang. Da waren wir auch schon mal gewesen in diesem Durchgang. Ja. Okay. Wollen wir nicht da hinten lang gehen und gucken, ob da die 3... Hier ist die 5 auf jeden Fall. Oh, perfekt. Hier ist ein Lehrerzettel. Na gut, immerhin. Ach, deswegen sind 7 oder 6 auf. Weil ein Fake ist. Ja, okay, stimmt. 3, 5, 6. Ne, 3, 5, 7, glaube ich. 3, 5, 7 war es, ja, stimmt. Ich glaube, ich muss gleich Saft trinken. Oh Gott! Ja. Hier ist die 7. Huh? Du gehst weiter? Okay. Nee, sorry. So viel Schwung drauf gehabt. Ein P, habe ich gerade gesehen. Ich abgegangen. So, gut, dann haben wir jetzt ein P auch. Die anderen habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Zurückgehen und gucken. Würde ich auch sagen, ja. Wie die anderen Schließfächer sind. Das wissen wir, ob ich das überlebe. Ja. Ja, hinter uns dürfte nichts sein. Schaut auf an, ob da uns wer vielleicht gefolgt ist oder sowas. Excuse me. Ja, hinter der Tür. Ja.
Wir können auch die andere Runde rumgehen. Und nicht dem Vieh hinterher. Ja, warte mal kurz. Da hinten ist er nämlich noch. Vermutlich. Ich meine, wir haben ja sowieso verloren, weil ich habe jetzt gar kein Essen bei oder sowas. Ja. Kann man hier kurz reingehen und gucken, ob hier was zu finden ist. Ich gehe mal in die 4 rein. Einmal Wasser. Ja, bei mir geht's auch los. Ja, bei mir nämlich auch gerade. So, einmal Wasser, schön und gut, aber das hat jetzt, naja, ein bisschen was gerettet. Hier, dann bekommst du meine Lampe, weil ich gleich tot bin. Gut, okay, danke. Ich bin gleich tot, ich hab nur noch ein bisschen. Ich könnte ihn von dir auch ablenken. Ja, das stimmt. Oh nein, sie tut es. Da, 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 da. Ich geh mal vor. Okay. Also hier ist alles sicher soweit. Ich bin gleich tot. Ich pack die Teile rein. Ihr seht nichts. Nein, ich wollte noch gucken, was für Dinger sind. Ich bin tot. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft habe. So, also die oberen sind jetzt verfügbar. 20, 18 und 15. 20, 18, 15. Ja, ich drehe auch schon wieder durch gerade. Okay. Ich glaube, wir dürfen nicht. Pass auf! Ja, na komm, nimm mich ruhig. Hat ja keinen Sinn mehr. Das hat ja keinen Sinn jetzt. Also wirklich kurz vorm Durchdrehen. Hallo? Ja, wir waren das letzte Mal besser aufgerüstet. Aber wir wissen ja jetzt wenigstens, was wir machen müssen. Ja, immerhin haben wir das soweit. Oh, guck mal. Ey, das ist gespeichert. Ehrlich? Das ist gespeichert. Oh, ja. Warte mal, jetzt haben wir aber andere Zimmernummern zu besuchen. Das ist ja kein Problem. 4. Natürlich geil. 4, 13 und 8. 4, 13, 8. Ich weiß, wo die 4 ist. 4 ist hier, wo wir eben gerade waren auf der Seite, ne? Ja. Einmal Wasser oder einmal... Links von mir ist Mandemütje. Jawohl. 4, 8. Ich nehme mal einmal Mandelwasser hier mit. Oh, das ist schön. Dann müssen wir nicht die ganze Zeit wenigstens etwas, ey. Von vorne anfangen. Ja. Hund, wenigstens. Ich lenke ab. Oh, ja. Die 4 ist rechts von uns. Rechts von uns, also rechts rein? Ja. Gut, hab abgelenkt. Hier ist die 3, hier ist die 75, hier ist die 4. Hier ist ein K. Kurz noch anderes Zeug suchen, noch einmal Wasser, einmal Saft, her damit. So, eine Taschenlampe. Ich habe einmal Saft noch. Einmal Milch. Wenn du Milch brauchst. Ich habe zweimal tatsächlich. Du hast zweimal Milch? Ja. Toll. So. Wir haben was? 4? 4, 8, 13 und 15. Ich glaube, die 8 müsste hier irgendwo sein. Hoffe ich. Was hofft sie? 6, 7. Dann ist das hier die 8. Gehen wir ein Stück weiter. Also ich habe das L. Ja. Oder wir bringen das wieder zurück. Das ist erstmal, ja, ist vielleicht gar nicht schlecht, ne? Ja. Gehen wir hier lang? Wir können auch hier lang gehen. Ich glaube, wir müssen dann nach rechts. Ich gucke nach links. Ich gucke rechts. Oder ist das die 13 da hinten? Oh, 250, nein. Ja, es ist nicht unbedingt nach Reihenfolge. Warte mal. Ich gehe mal kurz hier hinten gucken. Hier ist erstmal nichts zu sehen, den Flur runter. Ist das schön, dass das Teil da speichert. Das ist immer wirklich, ja. Das fühlt sich gut an. Bei mir ist die 10. Ist die 11 nämlich bei mir, siehst du? Trotzdem mal rein, ob hier irgendwas zu finden ist. Ich mache mal kurz Pause. Ich brauche was zu trinken. So. Hier ist die 12, okay.
auch hier nichts zu finden. Zwei, neun, zwei. So, bisschen Saft hab ich. Hier ist die 13. Ich glaube, die 13 war relevant. Ja, 13 war relevant. Ja, hier ist ein U. Und die 15 ist relevant. Weil ich bin gleich vorne. Ich könnte dann das alles einsetzen. So, hier ist die 15. Ah, der Flur zu Ende. Okay. Oh, hier ist gar nichts drin in der 15. Schade eigentlich. Okay, dann habe ich mich verguckt. Ja, das kann. Ach, stimmt, okay. Hier ist auch nichts an der Toilette. So, ist die 14 nochmal. Ja, ich muss was trinken, siehst du. So, ich bin gleich vorne. Ich kann alles reinsetzen, dann erstmal nochmal gucken. Hm? 14 ist auch nichts, okay. Hier ist noch eine 14. 8. Nee, hab. Wir haben alles. Ja, ich stehe kurz nachschlagen bei mir. Ich kann gerade unten dran nachschlagen. Ich. Kapi. Ich kapier's nicht. Wir haben alles. Hm? Was ich nicht habe, ist Orientierung. Warte mal. Ich glaube, ich bin jetzt richtig oder auch nicht. Ah, okay. Okay. Ja, 9, 8, 9, 4, 7, 2, 8, oh, 9, Schreck, 4, oh, 7, Schreck, 1. Oh, Schreck, oh, Schreck, ich bin tot. Er war hinter 8, der Tür. Oh, nee, ey. 8, aber 8, 9, 4, 7, 1. Nein, das war's nicht. 8, 9, 4, 7, 2. 8, 9, 4, 7, 2. 8, 9, 4, 7, 2. Sind 5 Zahlen, ja, passt. Oh. Mein Gott, wie viele Folgen haben wir in diesem Level gemacht? Viel zu viele. Ach, Gottes Willen. Oh, hab ich irgendwas für dich? Hier, Saft hab ich. Wenigstens ein bisschen. Dankeschön. Bitte. Oh. War das ein Level? Was habe ich denn? Was haben wir denn? Thermometer. Hm. Okay. Achso, wir müssen wahrscheinlich. Naja, gut. Okay. Und gleich weitermachen oder machen wir ein Päuschen erstmal? Wir sind bei 23 Minuten. Jo. Jo. Ja, das heißt für dich, also wir können noch weitermachen. Noch ein bisschen, wir gucken uns das Level an. Ja, na klar, gucken wir uns das jetzt an, komm schon. Da geht die Insanity nicht so schnell runter, das ist schon mal sehr gut. Ja, ich kann das hier nicht mehr sehen, dieses Temperaturanzeiger, weil mir das hier wirklich die Sicht versperrt. Aber ich werde es einfach mal laufen lassen, mal gucken. Okay, wenn du rauf guckst, mache ich das mit der Taschenlampe. Mhm. Damit einer wenigstens abwehren kann. Vielleicht müssen wir einen etwas kälteren Ort finden. Ja. Hatte ich gerade Hallus oder habe ich da gerade was gesehen? Weiß nicht, ich habe nichts gesehen. Dann habe ich Hallus, definitiv. Ach du Kacke, das ist so groß. Ja, und verwinkelt. Ja. Was war das gerade? Oh Gott, was ist das denn? Lebst du noch? Wie schreit denn der? Und vor allem war das ein langer Weg, bis ich gestorben bin. Die hat dich verschleppt. Die hat dich gern. Ja, ich lock die an und du wirst verschleppt. Bin auf jeden Fall tot, ja. Hilfe. Okay. Hier sind Motten unterwegs. Kannst du an dem Ventil da drehen? Oh, ja.
Ja, vielleicht kriegen wir damit abgewehrt. Ich glaube, damit kannst du die Motten weg abwehren. Motten? Also du meinst diese große Vieh jetzt, oder was? Ja. Ja, genau. Das sah für mich aus wie eine Motte in diesem kurzen Augenblick. Ja, ich habe das gar nicht groß gesehen, was das war. Irgendein großer... Ja, die hatte ich auf jeden Fall gern gehabt. Die hatte ich mitgenommen. Ja, ja, ja. Ich wurde bis zu einer Tür mit so einem Querbalken geschleift und dann war ich tot. Ja, fast wie Phasmophobia. Gib uns ein Zeichen. Phasmophobia habe ich noch nicht gezockt, nee. Boah, macht eigentlich Spaß. Am Anfang wieder, okay. War auch so ein Horrorschinken mit Sicherheit, ne? Ja, da gehst du auf Geisterjagd. Hm, okay. Macht schon Spaß. Das einzige Horrorspiel oder Gruselspiel, was ich als nächstes spielen werde, wäre wahrscheinlich Project Zero. Eins von denen. Ah, ja, das japanische Spiel, ja. Genau, ja, genau. Mhm. Davon kam ja vor kurzem ein neuer Teil raus. Ja, genau, genau. Da habe ich überlegt, das mal zu machen. Also nicht als Let's Play, aber einfach mal zu spielen. Hm. Ja, fand ich gar nicht so schlecht. So, wo hat sie dich entführt? Ich habe gerade voll die Orientierung. Hier waren wir. Was hier, ja? Okay. Ja, doch, kann sein. Ja, den Weg, den sie mich geschliffen hat, erkenne ich wieder. Da irgendwo ist die Tür mit diesen Querbalken. Nee, doch nicht. Dann war das auch oh nicht Gott, hier, ich oder? Dachte gerade. Was denn? Ich dachte gerade, ich. Hier ist die Motte. Ach so. Ja, hier ist eine Motte. Das Bild fängt an schwammig zu werden. Ich glaube, das ist ein Anzeichen, dass eine Motte dann in der Nähe ist. Okay. Habe ich nämlich nicht, siehst du? Es riecht wie Insektenspray. Meine Sicht ist gerade sehr... Achtung, Achtung! Irgendwo ist hier was zu hören. Ja, habe sie abgewehrt. Echt? Ist sie reingeflogen und gestorben oder ist sie wieder abgehauen? Nee, sie ist wieder abgehauen. Na schade, ich dachte, man kriegt sie vor. Alter, was ist das denn? Mach zu! Oh. Nein! Das ist wohl ihr Nest. Da sind ja mehrere drin. Oh Gott. Ach Gott. Naja, siehst du. Schön. Das war dann das Folgenende, mein Lieben. Deswegen sagen wir hier vielen Dank fürs Zusehen. Ja, auch von mir. Danke. Ja. Und bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Ciao, ciao.